Hi Leute, heute ist zwar Montag, aber ich, ja, was ist ein Nachtrag denn zum Thema, wie alles begann? Ja, also ich kann mich da im Großen und Ganzen eigentlich dem Erik anschließen, dass es eigentlich alles schon irgendwo recht früh begonnen hat, dass man sich da irgendwo zwei Gedanken macht, aber irgendwie nie aufeinander kommt. Ja, also wirklich spürbar angefangen, dass ich mir da Gedanken gemacht habe, war mit 12 spätestens. Ich habe, seitdem ich klein bin, habe ich Fußball gespielt bei meinem Vater in der Jugendmannschaft. Ja, dann aber halt so mit der Schule halt, war das dann nicht immer irgendwie so, habe ich dann immer Tischtennis gespielt mit den ganzen Jungs. Mich aber zwar selbst auch immer voll zum Außenseiter gemacht, weil ich irgendwie, so wie ich war, nie groß mit den Mädchen klargekommen bin. Aber halt als Mädchen nicht mit den Jungs irgendwie groß konnte. Bis auf dieser sportlichen Ebene. Ging halt nicht. Ja. Dann 6. Klasse, wo es dann zum Schulwechsel ging, hat sich das dann auch alles so rauskristallisiert. Ja. Seit der 2. oder 3. Klasse hatte ich dann auch nur Hosen getragen. Und ja, aber dann so letztes Schuljahr in der Grundschule bin ich immer geschlechterneutral herumgelaufen. Was meine Mutter damals auch schon nicht ganz okay fand. Dann auf der neuen Schule bin ich immer mehr in dieses, was ich halt wollte, gerutscht. Dazu dann auch noch in so eine schöne Punkphase. Ja. Das ist, ja, bis dahin hatte ich auch noch lange Haare, weil meine Mutter das unbedingt wollte. Ja. Ich bin wegen meinem männlichen Auftretens, bin ich damals schon total gemobbt worden. Ja. Ging dann Jahre so, dass ich aus gesundheitlichen Gründen die Schule abbrechen musste, vorübergehend. Ja, ich bin an einer neuen Schule angefangen. Da hatte ich dann gar keine Probleme, die haben mich alle so genommen, wie ich war. Haben mich alle auch so akzeptiert, wie ich war. Mich unterstützt, wo sie mir konnten. Ja. Jetzt so nach der Schule und am Abschluss. Das ist alles erst kurz vor dem Abschluss, denn vor anderthalb Jahren. Nee, Quatsch, schon im halben Jahr in etwa. Vor einem Jahr in etwa hat es angefangen, dass bei mir da wirklich alles Mögliche in den Rollen gekommen ist. Weil ich irgendwie schon mal 12, 13 Gedanken gemacht habe, wie man zumindest den ganzen inneren Kram irgendwie rauskriegen kann. Ja, auf jeden Fall irgendwie habe ich dann mir Gedanken gemacht, unter anderem auch, weil ich halt mit einem anderen Betroffenen damals geschrieben habe. Da ist dann so ziemlich alles ins Rollen gekommen. Ja. Ja, aber jetzt irgendwie so. Ja. Hat eigentlich ja schon alles. Also. Seit einem Dreivierteljahr habe ich endlich so mit Freunden überhaupt gar keine Probleme. Alle nehmen mich so, wie ich bin. Bei einigen kommen immer noch so die Zwischenfälle irgendwie. Groß und Ganzen. Also bin ich auch glücklich, so wie es momentan alles läuft. Ja. Ja, das war's dann für mich für heute. Dann hoffentlich bis Sonntag wieder pünktlich. Tschüss.